Ja, hallo. Da sind wir auch schon wieder zu einer neuen Runde Minecraft. Und es ist natürlich, wie soll es denn noch anders sein, Nacht draußen. Und wir werden direkt wieder von Zombies angegriffen. Hooray. So, nicht wundern, ich bin noch ein bisschen krank, deswegen kann es sein, dass ich mich so ein bisschen anders hören höre als sonst. Aber ja, lasst euch davon einfach nicht stören. So, und ich habe mir so überlegt, wir sind ja jetzt fast Level 11. Wenn der Text da unten im Chat weggeht, dann sieht man das auch wieder. Ja, bitte geh weg, danke. So, wir sind schon fast Level 11. Das heißt, ich habe mir überlegt, wir könnten ja schnell Level 11 machen. Upsala. Und wenn wir Level 11 sind, dann kriegen wir ja diesen neuen Skill dazu. Also dieses Vanishing. Genau, jetzt sind wir schon Level 11. So schnell geht das. So, Sekunde. Wenn ich will, okay, also dieser Skill macht uns halt unsichtbar, also lässt uns in den Schatten verschwinden sozusagen und verwirrt damit unseren Gegner. So, das funktioniert, indem wir rechts, rechts, rechts drücken, so. Und das machen wir doch direkt mal. Ich weiß noch nicht, wie lange man da unsichtbar ist. Das wäre vielleicht mal gut zu wissen oder so. Eine Sekunde, steht das vielleicht hier irgendwo? Nee. Da wird das auch nicht drin stehen. Hm. Okay, dann müssen wir das wohl austesten. Ach so. Ach so. Okay, das hält so lange an, bis wir keinen Mana mehr haben. Ich verstehe. Oder bis wir uns... Sekunde. Oder hält das so lange an, bis wir wieder irgendwen schlagen? Ich laufe hier einfach mal so ein bisschen lang. Mal gucken, sehen die uns? Ne, die sehen uns nicht. Ach doch, jetzt sehen sie uns, okay. Also das hält so lange an, bis wir kein Mana mehr haben. Das ist gut zu wissen. Das ist ja eigentlich schon relativ hilfreich, ne? Du kannst ja ganz schön lange eigentlich unentdeckt bleiben, so. Wir haben schon wieder massig Zeug gekriegt, was wir nicht gebrauchen können. So, wir wollten ja letztes Mal auf die andere Seite laufen. Und ich würde sagen, wir versuchen das einfach mal. Ich meine, jetzt haben wir ja diese Unsichtbarkeit, ne? Ach, jetzt hat er natürlich die Quest angenommen, oder wie? Ach so, nee, hat er nicht. Okay, das war ja der Typ, bei dem wir die Quest hätten abgeben können. Ja, ich glaube, mit dem unsichtbar machen, also jetzt sind wir zwar gerade nicht unsichtbar, aber jetzt wieder? Haha, die sehen uns nicht. Das ist cool. Da können wir hier einfach durchlaufen und uns passiert nichts. Also das gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. So können wir einfach ganz entspannt durch den Wald laufen. Ich renne jetzt mit Absicht nicht, weil das ja auch Mana verbraucht. Und ne, je mehr Mana wir verbrauchen, desto eher werden wir auch entdeckt und so. Und die Spinnen sind eh nicht schnell genug, wie man da sieht. Wir könnten natürlich auch anhalten und jetzt töten. Aber nee, das machen wir vielleicht auf dem Rückweg. Ich wollte jetzt nur einfach mal dahin laufen, weil ich Lust dazu habe. Dann können wir da direkt mal unser ganzes Zeug verkaufen. Was ist denn das da? Ist da ein Kürbis im Baum drin? Hm, okay. Ist da einfach mal ein Kürbis im Baum drin? Wieso denn auch nicht? Ist mir bis jetzt noch nicht aufgefallen. Was ist das hier für einer? Gar nichts. Hey, das hier sieht cool aus. Oh, wir werden abgeschossen. Ja gut. Wo werden die denn abgeschossen? What the fuck? Hm. Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Aber ist ja auch egal. Guck mal, ein Pilz. Ich weiß gar nicht, ob man Pilze irgendwo verkaufen kann. Habe ich noch nicht gefunden. Da müssten wir auch mal nachgucken, weil mit Pilzen könnte man dann bestimmt auch mega viel Geld machen, weil du nämlich unendlich viele Pilze kriegst. So auf dem Weg. Weil hier rennen ja im ganzen Wald irgendwelche Pilze rum und du kriegst auch so ab und zu mal welche. Guck, hier kann man Fleisch verkaufen. Ja, ne? Und schon sind wir reich. Okay, genug Knochenmehl und Fäden haben wir jetzt noch nicht. Jo, aber ich würde sagen, jetzt sind wir auf der anderen Seite, dann können wir auch direkt mal in Deadlands vorbeigucken. Also ich kann dir nochmal kurz die Map zeigen. Das hier war jetzt der Wald, durch den wir durchgelaufen sind. Den ganzen Weg sind wir gelaufen.
Also ungefähr nochmal so weit, wie wir von Ragni bis zum Wald gebraucht haben. Sind wir jetzt durch den Wald durchgelaufen und jetzt brauchen wir nochmal so weit und dann sind wir in Deadless. Also geht ja eigentlich alles so halbwegs schnell. So mehr oder weniger. Man hat natürlich ein paar Zombies, aber das macht ja auch nichts, ne? Wir können ja mal hier wieder ein paar anlocken. Oder vor Deadless, genau, vor Deadless, da sind viele Zombies. Da, also direkt vor Deadless werden wir ein paar anlocken und dann die töten. Ja, wir kriegen die sogar noch mit einem Schlag tot. Das ist sehr geil. Dann gehe ich mal hier drüben hin und lock die hier mal an. Da habe ich jetzt gerade Lust drauf. Weil, ne, weil die ja so mehr näher an unserem Level dran sind, kriegen wir da natürlich auch mehr XP. Wenn wir jetzt nicht gerade sterben, weil die uns in die Ecke drücken oder so. Das sollte uns natürlich nicht passieren, aber im Idealfall tut es das eigentlich auch nicht. Müssen wir halt ein bisschen vorsichtiger sein. Komm, dann locke ich die jetzt erstmal nicht an. So, mach das dann direkt vor Deadless nochmal. Und unser Leben regeneriert sich ja eigentlich auch mehr oder weniger schnell, wenn wir nicht die ganze Zeit durch die Gegend rennen. Ich weiß gar nicht, ob man schneller ist, wenn man nur springt, anstatt zu sprinten. Weiß ich gar nicht. Habe ich noch nie ausgetestet. So, hier gibt es übrigens Äpfel. Das sind die, die in dem... Ach genau, hier, Deadless City. Level 10, okay. Dann nehme ich mich mit Level 17 oder so doch verschätzt, aber... Hätte ich jetzt im Wald gegen die ganzen Viecher kämpfen müssen, dann wäre es schon eng gewesen, also... Ich weiß nicht. Ich würde sagen, man kann auch ganz gut im früheren Bereichen noch ein bisschen leveln, bis man halt ein etwas höheres Level hat. So, ich will nur mal kurz gucken, nicht, dass unser Inventar gleich voll ist. Das wäre nämlich doof. So, und hier sind nämlich Level... Oh, Level 13er Zombies. Hm. Aber wir haben eine gute Reichweite, also von daher. Ich wäre jetzt eigentlich von ausgegangen, dass der, dass der Assassin nicht so eine hohe Reichweite hat. Komm, locken wir die mal alle hier hin. Gucken wir mal, ob wir die mit einem Schlag tot kriegen. Wir dürfen die halt nur nicht uns erwischen lassen. Das wäre ein bisschen unschön. Now entering Deadless. Bedeutet, wenn wir jetzt sterben sollten, dann wären wir so oder so wieder in Deadless. Guck mal, die spielen mit uns hier, Ping-Pong und so. Aber wir müssen es ja nicht drauf anlegen, ne? Wir können ja immer schön vorsichtig sein und so. Na ihr. Na du. So, komm, locken wir die da drüben auch noch an. Die wollen sich ja auch noch mit uns anlegen. Wunderbar. Die Reichweite könnte vielleicht ein bisschen größer sein. Ich weiß nicht, ob wir die jetzt alle auf einmal kriegen. Kriegen wir nämlich nicht. Oder? Obwohl doch, die letzten haben wir sogar auch gekriegt. Die sind nur einfach stärker. Okay, also hätte es sogar, also hat es sogar gereicht. Nun, da merkt man schon wieder, ein paar sind ein bisschen stärker. Und da ist ein anderer Spieler. Hallo. Nein, ich möchte nichts mit ihm anfangen. Also übrigens, hier durch Sneaken und Rechtsklick kann man handeln und Sneaken und Linksklick ist Duell. Genau, so war das. So, was können wir denn jetzt hier mit unserer Rüstung machen? Da können wir ein bisschen was identifizieren. Leider haben wir noch keinen neuen Stab. Komm, identifizieren wir das doch mal. Das da? Haben wir noch irgendwas zum Identifizieren? Nö. Also zumindest nichts. Ach doch, das da. Aber das ist Level 0 bis 4. Ob sich das lohnt? Egal, 24 Emeralds ist jetzt nicht so die Welt. Komm, machen wir das einfach mal. Ja, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Und das, ja, ist halt fürs Level entsprechend scheiße. Aber was soll's denn? Ich würde sagen, das nehmen wir doch mal, ne? Können wir mit schneller laufen und haben mehr Agility. Das gibt uns ein bisschen mehr XP, aber... Dafür, dann habe ich mehr, lieber mehr Leben als, Und jetzt werden wir nochmal neu eingeloggt. Genau. Dann habe ich lieber mehr Leben als jetzt, ein bisschen mehr XP zu kriegen. Also XP sind mir da jetzt nicht so wichtig. So, wollen wir das behalten? Level 13. Nee, das lohnt sich nicht. Ich meine, dafür haben wir hier ein paar Bonusse, also ein paar Boni. Bonusse, wie sich das anhört. Da bringen die 5 Leben auch nicht mehr so viel. Komm, verkaufen wir das einfach. Sonst noch irgendwas? Nee, ne?
Den hätten wir noch identifizieren können, aber bringt uns ja nichts. Also alles weg damit. Und weg damit. Ich habe zwar, wie gesagt, noch einen anderen Account, mit dem ich so manche Sachen benutzen könnte, aber nee. Wir wollen hier wirklich alles so erfahren, wie wir so gerade lustig haben und so. Ich sollte mal mein Deutsch auf jeden Fall verbessern. Lustig haben. Was ist denn das für eine... Okay, wir könnten natürlich die ganzen Sachen über die anderen Accounts transferieren, wie wir gerade Lust dazu haben, damit wir ultra gut ausgerüstet sind und so. Ich gehe jetzt einfach mal hier in die Bank, weil Red Powder können wir ja noch nicht benutzen, deswegen lage ich das einfach mal hier ein. Bringt uns ja noch nichts. Und sonst können wir das einfach alles behalten, denke ich mal. Wie gesagt, hier, ich habe hier noch nicht mal einen Speer. Also so ein Dolch. Sonst hätte ich mir einen nehmen können. Hier Level 27, 28 habe ich hier noch ein halbes Kit. Da fehlt noch der Kopf. Aber wir wollen uns das, wie gesagt, alles selbst erfahren. Ich wandle das mal alles um. So. Haben wir mal ein paar Emerald-Blöcke. Sind ja immer ganz nützlich. So, und jetzt können wir eigentlich schon zurück nach Ragni laufen. Oder wollen wir hier... Ah, okay, wir können Skill Points benutzen. Oho, wir haben gar keine... Warum haben wir denn so wenig? Okay, dann skillen wir das erstmal ein bisschen. So. Agility haben wir jetzt ja dazu gekriegt. Gehen wir noch ein bisschen auf Strength. Also das ist halt immer so die Sache. Das finde ich ein bisschen schade, dass halt, die Sachen, die man durch die Rüstung dazu bekommt, dass die halt hier angezeigt werden. Das finde ich ein bisschen schade, weil dann weißt du nie so genau, wie viel hast du jetzt von deinen Skillpunkten aus und wie viel hast du von deiner Rüstung aus und sowas. Und wenn du dann deine Rüstung wechseln willst, dann hast du vielleicht für manche Waffen nicht mehr genug hier geskillt und so, und das ist dann alles ein bisschen doof.